Also das Wetter ist super heute und deshalb mache ich jetzt das Dach hier von meinem neuen Opel Cascada auf. Wir bei Opel befinden uns aktuell in der größten Modelloffensive unserer Geschichte. Nicht nur, dass wir den tollen Cityflitzer Adam neu herausgebracht haben, sondern auch unseren Stadt-SUV Mokka und das Auto, in dem ich hier heute sitze, bei dem tollen Wetter, unser neues Cascada, unser großes Cabrio. Aber nicht nur das, wir haben auch eine Offensive im Bereich der Motoren und Getriebe gestartet. 3 neue Motorenfamilien, das bedeutet 13 neue Motoren bis zum Jahr 2016. Also 80% unserer Motoren bis zum Jahr 2016 komplett erneuert. Dazu gehen auch noch zahlreiche neue Getriebe an den Start. Und unsere Ziele sind klar. Klassenbeste Kraftentfaltung, höchste Laufkultur und das bei geringstmöglichem Verbrauch. Wir haben verstanden, was unsere Kunden von uns erwarten. Wir haben hart gearbeitet und die Kundenanforderungen in die Produktentwicklung umgesetzt. Für uns stehen die Kunden, also Sie, und Ihre Bedürfnisse an allererster Stelle. Der Cascada 1,6 SIDI, in dem ich hier gerade fahre, zeigt, wo es mit Opel in den kommenden Jahren auch in Sachen Antrieb hingeht. Denn sukzessive werden wir die gesamte Modellpalette mit den neuen Aggregaten ausstatten. Der Benzin-Direkteinspritzer hängt toll am Gas, beschleunigt gut aus geringen Drehzahlen und das schon in der Eco-Variante mit 170 PS. Aber das ist noch nicht alles. Wir haben auch noch den 1,6 CDTI in petto, zunächst mit 136 PS. Das erste Vollaluminium-Dieseltriebwerk von Opel erfüllt schon heute die strenge Euro 6 Norm. Weitere Varianten mit noch mehr Leistung sind auch schon in Vorbereitung. Die neuen Motorenfamilien heben unser Antriebsportfolio auf ein neues Niveau. Wir haben auch eine neue Generation von 5- und 6-Gang-Getrieben mit herausragendem Schaltkomfort entwickelt. Und unsere 6-Stufen-Automatik haben wir überarbeitet. Darüber hinaus ist auch eine 8-Stufen-Automatik für unser Flaggschiff, den Insignia, in Vorbereitung. Mit dem stärksten Produktportfolio der Unternehmensgeschichte und diesen technischen Innovationen meldet sich Opel zurück und ist bestens für die Zukunft gerüstet. Ich kann Ihnen nur empfehlen, testen Sie es selber. Gehen Sie zum Händler und fahren Sie eines dieser neuen Modelle zur Probe. Ich verspreche Ihnen eins, Sie werden überrascht sein, Sie werden begeistert sein.